Ich habe meine Karlsson und Hayabusa Manga für November bekommen und die packen wir jetzt gemeinsam aus. Als erstes gab es Rental Girlfriend den 23. Band, den neuen One Piece Water 7 Lehrschuber, ein bisschen Sport und Romance mit Blue Box Band 4, den Abschlussband von Yu-Gi-Oh! Massiv Band 13, japanische John Wick Action mit Sakamoto Days Band 7, weitere Action mit Meshel Band 9, eine neue Kurzgeschichtensammlung von Junji Ito mit Fragments of Horror und zum Abschluss den Thriller von Hayabusa MPD Psycho Band 8 und die Neuerscheinung Takopi kommt etwas später. Welche Manga holst du dir im November von Karlsson oder Hayabusa oder hast du Feedback zu den Gezeiten rein? Schreib's gerne in die Kommentare.